Sebastian Maschberger. So, das waren jetzt 20 Watt. Das sind umgerechnet zu 70 Cent. Das war jetzt ein Fahrtweg von vielleicht so 2-3 Kilometer. Also das gute Taxi ist ja immer am günstigsten und am schnellsten. So, wir sind jetzt hier in der Muscle Factory und heute ist Sonntag. Und Sonntag nutze ich hauptsächlich immer, ich fülle mich immer Übungen ab meistens am Sonntag. Also es ist schon ein Workout, ein normales Workout, ja, aber am Anfang konzentriere ich mich überwiegend auf die Übungen. Und jetzt sage ich aber erst einmal als Pre-Workout-Meal. So schaut's aus, was ist ich da immer davor. Jetzt sind wir hier, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt bin ich so lange aufgehalten worden, aber ihr kennt es. Du gehst irgendwo ins Studio rein, dann stehst du hier rein. Und dann labern die erst einmal 2-3 Leute zu und du möchtest aber einfach nur trainieren. Ja, und jetzt ist es soweit, jetzt ist es draußen Nacht und vorher habe ich gefilmt, wo es da war. Nein, hilft nicht. Auf jeden Fall jetzt ganz kurz mal zur Pre-Workout-Mahlzeit. Also, ich habe es ja schon oft in den Videos gesagt, also für mich persönlich steht, natürlich ist es immer wichtig, was im Gesamten ist. Also, aber für mich hat die Pre-Workout-Mahlzeit wirklich einen hohen Stellenwert. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, da kann nicht jeder immer das Gleiche essen. Also nicht für jeden funktioniert dasselbe. Ja? Zum Beispiel, für mich persönlich, ich sage jetzt, was für mich am besten funktioniert. So circa 90 Minuten mindestens vor dem Training esse ich meistens Oats, ja, mit ein bisschen Früchte und Whey-Protein. Also ich habe da einfach jetzt 30 Gramm vom Eiweißbüffelreiter, ja, damit das Ganze ein bisschen Geschmack hat, einfach nur mit Wasser vermischt. Das schmeckt einfach brutal, da braucht man nicht viel mehr. Und das ist jetzt circa ja, so 90 Minuten vor dem Training. Ab und zu sogar nur ein bisschen länger vor dem Training. Die Zeitspanne ist nur ein bisschen größer. Erstens ist für mich Haferflocken ist für mich einer der besten Kohlenhydratquellen überhaupt. Ja. Und zweitens, man muss auch dazu sagen, Haferflocken sind langsam verdaulich. Ja. Also langsamer verdaulicher wie beispielsweise Reis. Das heißt, wenn ich das jetzt unmittelbar vom Training ist, ja, dann werde ich eventuell ein Problem haben, dass ich erstens platze mir auf, ja, und zweitens kommt es gar nicht so schnell an, wie es braucht letztendlich. Ja, und natürlich ist das so, wenn jetzt natürlich eine entsprechend größere Menge ist, dann ist das ganze Magen und der Verdauungstrakt, da sammelt sich dann das Blut an, ja, im Magen und dann kriege ich eventuell einen schlechten Pump zusammen. Und der Pump ist ja nicht nur dafür da, dass ich mich gut fühle, sondern auch, dass ich natürlich die beanspruchte Muskulatur entsprechend mit Nährstoffen versorge. Das heißt, dann ist das Ganze kontraproduktiv. Das heißt, ich empfehle so mindestens 2 bis 2,5 Stunden vor dem Training, ja, wenn das natürlich im Mahlzeitenplan und die Ernährung so hergibt, sowas wie Haferflocken zu essen, zusammen mit Eiweißpulver und vielleicht ein paar Früchte. Ja. Und wenn man dann unmittelbar vor dem Training noch eine Mahlzeit hat, ja, dann eher sowas kurz verfügbares wie Reis, Kartoffeln, wobei Kartoffeln sicher wieder schwere Mungling. Ja. Das war jetzt sozusagen die Vorgehensweise, die ich euch dahingehend empfehlen kann. Ja. Immer schauen, dass man für jede Mahlzeit so auf die mindestens 30 Gramm Eiweiß kommt. Schaut das Video mit der Martina zusammen. Und dann unmittelbar vom Training, ja, gibt es halt die ganzen, gibt es meine Pre-Workout-Subs. Da habe ich eigentlich immer dasselbe, ich habe es euch schon oft genug gesagt. Das ist der Big Bang, das ist so ein All-Round-Pre-Workout, Inter-Workout-Booster. Der hat alles drin, was man braucht, den nehme ich eigentlich immer. Ja. Muss man da ein bisschen aufpassen, natürlich ist der Koffein drin, also wer da ein bisschen empfindlich ist, vielleicht nicht unbedingt auf die Nacht nehmen. Dann gibt es bei mir immer noch einen extra Schuss Kreatin dazu, einen extra Schuss Glutamin. Und ja, ich bin immer großer Fan von Citrullin, Arginin. Ja. Da kriege ich immer einfach einen unglaublich guten Pump zusammen. Und ja, das war's. Hier habe ich noch ganz versteckt Jackfruit. Und bin einfach brutal. Wie gesagt, Pre-Workout-Mahlzeit hat für mich eine unglaublich hohe Wichtigkeit. Post-Workout-Mahlzeit ebenso. Natürlich alles immer. In welcher Phase man befindet, wie der aktuelle Mahlzeitplan im Gesamten ausschaut. Aber nach dem Training macht es natürlich nur Sinn, oder am meisten Sinn, Eiweiß zuführen, klar, schnell verdauliches, schnell verfügbares Eiweiß. Am besten man trinkt einfach einen Shake und je nachdem,
dann Kohlenhydrate, aber schnell verfügbar. Das heißt, in Form von Reis, in Form von Kartoffeln. Natürlich kann man Intra-Workout sowas wie Maltodextrin trinken oder direkt nach dem Training sowas wie Maltodextrin. Da gibt es ja auch verschiedenste Produkte von der Art von Kohlenhydrate, von den Supplementen her, zum Beispiel Cytogut ist wie Targo. Das ist top. Viele unserer Athleten essen immer so Cornflakes oder diesen Hip-Reis. Das ist alles schnell verfügbar und das ist zu diesem Zeitpunkt dann wirklich maximal effektiv. So, wir machen jetzt das Rückentraining. Das von meiner Seite. Spit at you bastards, I wonder what you gonna do to me, huh? I need to hear some more rapping, I'm just not impressed by your cash and your jewelry, huh? Are you my soldiers and I'm a lieutenant, god damn it, you should be saluting me, huh? I hope you know I ain't going nowhere, all you rappers just better get used to me, huh, nigga? I'm just a blue on my jeans, bought me a jeans, cause I was riding this much. My nigga kind of look weak, holy moly. Ja, warum bin ich hier nockig? Glaubt es mir, oftmals denke ich mir auch selber, wenn ich meine Videos so schaue. Zirkt aber so, du Depp. Aber die ersten Videos waren für Instagram und ihr wisst es selber. Du kannst die Leute erzählen, was du magst. Du kannst es immer besser zeigen, wenn du irgendwas, wenn du lustig bist, wenn du irgendwas besonders zeigst, wenn du brutal ausschaust, wie immer. Aber wenn du irgendwie eine halbe Stunde über das beste Pre-Workout-Video redest, das schaut kein Mensch an. Nein. Also wir fangen mit der Übung an. Überzüge kann man natürlich auch im Schnee machen. Warum? Weil ich persönlich finde, man kriegt ein unglaublich gutes Gefühl in Latrei. Ja? Und dann bei allen Folgeübungen hat man einfach ein viel besseres Muskelgefühl. Und deswegen machen wir das als erste Übung. So, jetzt ist sie hinter der Kamera drin, ich weiß es noch nicht. So, jetzt zeige ich euch das mal in ihr. Also ihr seht es, ihr müsst hier komplett in Stretch gehen. Komplett stretchen und dann so weit hochgehen, wie ihr die Spannung im Lat fühlt. Sie geht fast schon ein bisschen zu weit. Einen Arsch absenken. Genau. Ja, klar kann man die Übung auch im Stehen machen, aber ihr seht es ja. Also ich meine, wenn jetzt wieder jemand daherkommt und sagt so, ja, das ist wieder alles zu kompliziert, ihr seht es ja, dass hier während der kompletten Übungsausführung maximale Spannung auf dem Latt ist. Also man sagt ja, dass es alles unter Spannung ist. Und ich bin der Meinung, im Stehen kann man das nicht so ausführen. So, nächste Übung, Klimmzüge. Und ihr seht, also ich finde Klimmzüge einfach eine ganz wichtige Übung. Und ihr seht es hier, sie schafft jetzt halt einfach nur keine Freien, also zumindest die mehr wie zwei. Und dann kann man ja einfach dieses Band nehmen zur Unterstützung. Manche Fitnessstudios haben die entsprechenden Gerätschaften dazu. Und dann kann man auch dahingehend Klimmzüge ausführen. Nobody ever showed me love when I was coming up. I had a double up and tell these niggas fucking love before they ride. And they don't really want a nigga love. I hit him with the uppercut. I had these motherfuckers running for their lives. Unidentified trap when I'm flying past. I'm an alien standing. And if you look up in the sky, blow your mind back. Push your eyes back to your iPad. I'm an Iraqi in suicide when the bombs are loaded and your mind exploded in the wind. Then you gon' sit down, repent. I was raised in a sewer. Me and the it clown are friends. Red balloons for your kids. Stick my tooth in your bitch. I lost too many friends. I don't do good with kids. What you know about riding dirty in the evening? What you know about ramen noodles in a pack of sad song seasoning? What you know about leaving the oven door open when there's no heat again? And the rent is due when your landlord try to throw you out on the streets again, nigga. I was always dreaming of a... Hey, das ist ein brutaler Jungen. Ich weiß schon, ich poste ab und zu oder zur Zeit auf Instagram wirklich viele Übungen, wo ich mir früher selber gedacht hätte, was bist du eigentlich für Depp, machst du nicht so kompliziert. Aber ich muss euch echt sagen, ich mache jetzt seit 12 Jahren Bodybuilding. Und manche Übungen, ich erfinde die Übungen nicht, ich habe die selber irgendwo gesehen. Aber manche Übungen mache ich, damit ich es euch dann sorge und dann denke ich mir so, leck mich doch am Arsch. Also ich spüre da Muskeln, die habe ich vorher nicht gespürt. Und genauso geht es bei den Übungen. Und ich sage es euch nur, denkt, was schmeckt, aber probiert es wenigstens aus. Weil ich hätte mir gewünscht, dass ich teilweise so Übungen vor ein paar Jahren schon für mich entdeckt hätte. Es funktioniert nicht für jeden. Ja. Die Muskelfasern sind anders, die Muskelstränge verlaufen anders. Jeder muss für sich herausfinden, wie er am effektivsten trainiert. Und ich zeige euch einfach nur verschiedene Wege. Ain't nobody ever showed me love when I was coming up. I had a double up and tell these niggas buckle up before they ride. And they don't really want a nigga love. I hit him with the uppercut. I had these motherfuckers running for their lives. Unidentified trap when I'm flying past. I'm an alien standing. And if you look up in the sky, blow your mind back. Push your eyes back to your iPad. I'm an Iraqi in suicide when the bombs are loaded and your mind exploded in the wind. Then you gon' sit down, repent. I was raised in a sewer. Me and the it clown are friends. Also, schauen wir uns den ganzen Spaß an. Stretch. Genau. Also, man muss immer. Man darf das nicht einfach stupide runterziehen, man muss das gespüren. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob sie das gespürt. Ja.
Fühlt sich nicht verkehrt, du. Genau. Stretch. Ah, passt. So gefällt mir das. Also, mit Hirn trainieren, nicht nur schwach. Letzte Übung. Machen wir hier rüber an der Maschine. Haben wir auch wieder verschiedene Winkel. Wir wählen jetzt den Winkel. Beanspruchen wir hier den oberen Rücken. Und ich nehme hier das Polster her. Einfach nur, weil ich hier diese Range of Motion vergrößern will. Weil ja, entweder die Maschine ist zu kurz oder zu klein oder ich habe einfach zu lange Arme. Ist auch wurscht, wo es liegt. Auf jeden Fall brauche ich das Polster, damit ich wirklich einen vollen Bewegungsradius habe. I'm currently in a fucking Lamborghini, wanna win, I'm gonna finally get a break. Never they didn't get away before, I guarantee that if I talk to God, then I can say I got it when I pray. She don't really want me to get petty, turn a diamond to a penny, but you know I got a lot of shit to say. I got church of water in a Henny, drink it up and let the semi shoot a pop, you niggas all up in the face. Blood all up in the lake, I wanna stay awake, die, they don't wanna wait by. Creep when I came by, teeth like a canine, bleed through your Levi's. Weep from the east side, eat when the beef side, teeth from the teapot, aim from the treetop, bang to your knees pop. Was soll ich da noch sagen, Alter? Der Krab ist so viel, der hat umeinand. Ich doch am Arsch. Also ich hab echt viel Hunger, aber das ist nicht. So, gibt's nach dem Training erst einmal einen sauberen Shake, damit ich mit grundversorgt bin. 30 Gramm Whey-Protein mit einer Banane und Crushed Ice. So, jetzt gibt's was Gescheites zum Fuhren. Nein, also wie ich vorher schon gesagt habe, auch Post-Workout-Matze, das ist wichtig. Der Kühlschrank ist voll gefüllt. Heute ist Sonntag, da ist er ein bisschen flexibler. Das heißt, ja, hier gibt es 120 verschiedene Hinterseiten. Hier nehme ich immer das, was am meisten berechenbar ist. Hier Grilled Chicken. Ja. Dann ein paar Box Reis. Ein paar Box Brokkoli. Und dann passt es. So, es ist schon geil, ohne Spaß. Also, wir müssen hier im Studio bis zum Essen kaufen können. Also eigentlich habe ich mir Essen immer vorbereitet, aber das hat schon was, Ja, also Post-Workout Meal. Und ihr seht es einfach, also das erste trinke ich mal einen Shake und dann gibt es schnell verfügbare Kohlenhydrate. Steinigt es mir für die Aussage. Und dann gibt es eine Proteinquelle. Händel, ja. Und das Wichtigste ist immer gleich nach dem Training einen Shake trinken. Ja. Ich sage immer Post-Workout-Mahlzeit, weil mein erste Post-Workout-Mahlzeit ist eigentlich immer der Shake. Ja. Und die Mahlzeit ist ich dann eigentlich auch unmittelbar, nachdem ich einen Shake getrunken habe. Ja, so innerhalb von maximal 1-2 Stunden. Genau, das war's. Bei uns ist schon ewig Nacht. Ich schaue, dass es ins Bett komme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut das nächste Mal ein. Bis dann. Habe ich dir.